So Leute, willkommen in Leogang. Ich zeige euch heute einfach mal die paar neuen Strecken, die es hier gibt. Und ja, halt einfach mal, dass ihr die seht. Und dann fahre ich halt die alten ein bisschen. Ja, würde ich mal sagen, schauen wir einfach mal. Los geht's. Also Leute, wenn ihr jetzt hier in Leogang campen wollt, dann müsst ihr jetzt durch so eine Schranke. Das kostet 19 Euro pro Nacht. Schon extrem teuer. Plus 2 Euro hier die Kurtaxe. Und dann nochmal 12 Euro, wenn ihr ein Pavillon oder so aufbauen wollt. Also für einen Campingplatz, so einen schiefen Schotterplatz, ist das schon echt teuer. Ah. Neue Strecken. Neue Strecken in Leogang. Cool. Ah, dann schauen wir uns die mal an hier. Die Steinberglein bei Fox heißt die. Oh Gott. Ah. Da geht's ganz schön runter seitlich. Oh. Alles sehr kiesig. Sieht rutschig aus. Irgendwie nur Kurven. Ich fahre die jetzt auch zum ersten Mal. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Auf jeden Fall viel loses Geröll hier. Oh Gott. Okay. Scheint eher anfängerlastig zu sein. Für Leute, die Kurven trainieren wollen. Scheint es hier ganz cool zu sein. Wirklich schnell kannst du ja auch nicht fahren. Oh Gott, das sind ja nur Kurven. Die Kurven hier sind auch sehr eng, also eher anstrengend zu fahren. Das war an sich eigentlich ganz lustig. Oh, hier wird noch gebaut. Cool. Wie gesagt, für Anfänger eigentlich ganz cool, aber ja. Für fortgeschrittene Fahrer eher so ein Warm-up. Ich blende euch noch ein paar Sachen ein und dann fahre ich mal wieder die alten Strecken. Wobei hier sind noch neue Strecken, glaube ich. Schauen wir da einfach mal weiter. Hier, Matzalm-Trail. Ja, der schaut schon cool aus. Oh, so wieder treten in den Wurzeln. Richtig schön Enduro. Oh ja, der schaut schon cool aus. Oh. Sind hier Mulden drin, ey. Der Trail ist cool. Oh, ein Sprung. Ein bisschen aufpassen. Oh Gott. Oh Gott. Ein bisschen Schlamm hier noch, aber... mehrere Lines jetzt hier. Okay, ich fahr mal oben lang. Ja Leute, folgt mir auch gerne auf Instagram, CT Productions Downhill. So, schauen wir hier mal weiter. Oh ja, jetzt wird er hier eher freeride-lastig. Es ist cool. Falsche Line. Okay. Oh, ganz schön steil. Hier wieder ein bisschen Bergauf-Sektion. Oh, ich liebe den Trail jetzt schon. Der ist echt nice. Bisschen Wurzelgeballer. Das hat hier irgendwie noch gefehlt, finde ich, im Leogang.
Oh Gott, was war das? Oh, ich habe jetzt gerade diesen Wurzelstumpf da irgendwie mitgenommen. Wenn man die Strecken hier kennt, also die neue, ein paar Lines kennt, kann man hier sicher richtig schön runterbügeln. Ich fahre lieber ein bisschen vorsichtiger. Wenn nicht, dass hier gleich irgendwas kommt. Boah, schaut das geil aus hier. Das ist sick. Oh. Das ist ja geil. So, ich glaube, das war's jetzt hier. Slow down. Da unten müsste dann der andere Lift sein. Mit dem, also da muss man da mit einem anderen Lift hochfahren. Schauen wir uns gleich nochmal an. So, Leute, jetzt sind wir hier in der Steinbergbahn. Da musst du noch ein bisschen hinterschieben, aber beziehungsweise fahren, aber ja. Ein Duo ist da schon besser. Was ist denn hier los? Oh, ist der Weg ausgebombt. Wer will? Ich nicht, ich fahre nicht vor. Ah. Geil. Hotshot, das ist geil, da fliegt man mal schön. Boah, der kickt immer ein bisschen. Boah. Oh, auch zu weit, ey. Ich habe mal die Hände eingecremt gehabt, dann bin ich gefahren. Erster Sprung. Oh, scheiße. Sorry für das Knacken hier, aber irgendwie habe ich das nicht weggebracht. Weiß nicht, was das Knacken ist. Oh, der Erik staubt. Ich sehe nichts mehr. Jawohl. Servus. So, fahren wir mal eine Runde den Antonius Trail, den neuen hier. Ein bisschen aufpassen. Ah, okay. Gucken wir mal. Ah, so, sieht doch ganz cool aus. Oh ja, da geht's gut runter hier seitlich. Halt noch neu die Strecke. Ah, sieht sehr enduro-lastig aus. Ja, schick hier mit dem Felsen. Ah, das schaut schon geil aus hier. Ja. Ich finde eigentlich auch cool. Ja, das ist halt mal was anderes. Ja. Oh ja, hier geht's runter.
Vorsicht ist auf jeden Fall geboten hier. Also wenn ihr den fahrt, lieber schön entspannt. Macht mega Spaß so. Oh, was steht hier? Mystic Forest, da. Oh. Das stimmt, der hat echt was. Bisschen mystisch. Ja, ein paar Wellen. Ja, das ist jetzt wie die Steinberglinie quasi. Jetzt sind wir wieder auf der Steinberg, okay. Aber das schaut cool aus. So, jetzt sind wir wieder auf der Steinberglein. Wieder die Kurven. Kurven und ein paar Wellen. Ein paar kleine Features sind dann doch immer dabei. Ist eigentlich ganz lustig. Hier so ein Baumstumpf. Mal abziehen. Jawohl. So, jetzt sind wir hier am Hangman 2 Trail, also der ganz entspannte. Also wenn man hier Antonius Line fährt, die Fox Line, dann, also sehr familienfreundlich, sage ich mal. Eher Anfängerzeug halt. Aber ist auch ganz cool, ich finde, das hat den Leogang ein bisschen gefehlt. Ich glaube, ich fahre Flying Gangster komplett mal. Oder wollt ihr rüber zum Bongo? Das ist meine Hassstrecke. Bin ich seit 2016 nicht mehr gefahren. Ja, lass ihn mal fahren, der will schon. Fahren wir mal die Bongo. Ah, die Bongo. Ups. Ups. Oh, alter Schalter. All die Tables hier. Ups. Boah, beim Vorderrad reingerutscht, ey. Alter! Abkürzung! Geil! So schafft man den also. Oh. Nur Staub! Ah, selbst hier ist Schotter. Ups, ein Table. Ah, das kenne ich noch von damals hier. Die Stelle war immer tricky. Oh, sogar mit Wallrides. Oh ja, da möchte ich mich auch nicht runterlegen. Aber damals habe ich mich hier so eingeschissen, das weiß ich noch. 2016, da hatte ich richtig Angst. Da waren hier aber noch keine Geländer. Es war alles anders gebaut hier.
Jetzt ist die Strecke eigentlich echt geil. War mega Spaß. Ein bisschen kühle Luft hier. Oh, das ist gut.